Nachdem Andreas seine Prozedur hier geschrieben hat, und zwar mit den festgelegten Parametern Radius R für die Zeit T und für die Farbe F, ruft er innerhalb dieser Prozedur diese noch einmal auf. So etwas nennen wir Rekursion. Hier Uhr, Doppelpunkt, R, Doppelpunkt T, Doppelpunkt F, und er ergänzt mit plus 1 jeweils eine neue Farbe, immer dann, wenn die Prozedur wieder aufgerufen wird. Jetzt müssen wir diese Gesamtprozedur mit Ende auch abschließen. Mit dem Befehl Lerne und Ende kann die Prozedur nun gespeichert werden, sodass Logo auf der Oberfläche diese Prozedur auch umsetzen kann. In der Befehlszeile können wir nun unsere Prozedur aufrufen mit Uhr. Für den Radius wählen wir eine Größe von 250, für die Zeit 60 Einheiten, und wir starten mit der ersten Farbe mit 1. Durch Eingabe wird anschließend die Prozedur grafisch auf der Oberfläche dargestellt. Wir sehen nun, wie sich von Sekunde zu Sekunde der Zeiger bewegt und gleichzeitig jedes Mal eine neue Farbe erzeugt. F plus 1. Diese Prozedur würde nun ewig dahin ablaufen, so wie eine Uhr, die darauf programmiert ist, und wir müssen sie natürlich mit Halt beenden oder eine Abbruchsbedingung festlegen.